Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 3. Wir haben jetzt zuletzt dieses Level hier abgeschlossen auf 100%. Und jetzt würde ich mich praktisch hauptsächlich an die Legende machen. Da fehlt nicht mehr allzu viel sogar. Ich habe das meiste schon beim Schatzereignis zu farmen gemacht. Weil jetzt weiß ich natürlich jetzt am naheliegendsten wäre, wenn ich denn nicht den Prolog spiele. Das hatte ich eigentlich zuerst noch vor, aber ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt erstmal noch die Charaktere, die ich noch nicht ausprobiert habe. Vor allem halt, also die Strohpiraten nach der 2-Jahres-Pause. Und deswegen fange ich gleich erstmal hiermit an. Denn in diesem Level, das ist das allererste und damit leichteste Level, in dem man einen von denen spielen kann, die ich nicht allzu sehr mag, und zwar Lysop. Also zum Spielen mag, natürlich nicht als Charakter. Lysop ist super. Lysop ist krass, Alter. Und zwar haben wir hier den Minomushki-Stern. Auf jeden Fall, das sehen wir ja gleich. Auf jeden Fall setzen wir erstmal unsere ganzen Sachen hier ein, denn wir müssen uns hier keine Sorgen machen, ob wir noch Spezialfähigkeiten freischalten müssen. Bei Lysop und allen anderen Strohpiraten ist das nicht der Fall. Das brauchen wir alles nicht mehr. Leider kriegen wir keinen Angriffbonus mehr, denn wir haben keine O-Stinger. Und O's wollte ich ja am Ende nochmal machen. Das ist ein bisschen blöd, denn wenn man O's hochfarmen will, muss man dieses Level so oft spielen und man braucht diese scheiß O's-Mützen halt voll oft, ey. Wahrscheinlich habe ich das Level deshalb so in Erinnerung, weil ich das so fucking oft gespielt habe, um diese ganzen Münzen zu farmen. Aber wir spielen das hier zum Glück nicht auf 100%. Ich glaube, da würde jeder von uns verzweifeln, einschließlich mir. Wir spielen das hier jetzt erstmal einfach nur durch. Oh Gott, ich bin weit niedrigeres Level, als ich gedacht habe, denn ich könnte auf Level 46 sein, ich bin aber nur 37. Damit habe ich auch schon fast Sanji erreicht. Okay, dann probieren wir doch mal Lysop aus in Logtown. Und gucken, dass wir alles freischalten. Das sollte ich lieber erst gucken. Wir brauchen SKOs. Ja, okay, wir müssen einfach auf die Kills achten. Wir müssen gucken, dass wir genug Kills machen. Das heißt, wir räumen alles auf, was es gibt. Und natürlich auch das Ausrufezeichen und die Zeit. Da muss ich drauf achten, dass ich das schaffe. Wir spielen auf normal, das ist richtig. Sehr schön. Gut, dann legen wir los. So, das ist jetzt ein bisschen ironisch, denn Lysop ist 2 Jahre später wieder nach Logtown zurückgekehrt und macht denselben Scheiß nochmal. Okay, ich muss nur darauf achten, dass ich die Kills sammle. Und wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich das irgendwann offscreen. Moment, was tue ich denn da? Pff. Weil ich will ja jetzt natürlich nicht euch 10.000 Mal zeigen. Ihr wisst ja, wie es geht, einfach genug Kills zu sammeln. Das ist ja wohl keine große Herausforderung. Ich sollte es, denke ich, schaffen. Habe ich eigentlich mittlerweile mehr Platz? Nee, habe ich nicht. Okay. Also ich denke, ich sollte es easy schaffen. Ich muss mich einfach nur voll da durchkloppen. Und auch nicht nur auf die Marinekapitäne fokussieren, wie ich sonst immer tue. Die sind ja eigentlich das Unwichtigste. So, wichtig ist natürlich, Lysop auszuprobieren. Das ist Priorität Nummer 1. Nein, Nummer 2. Aber die Legende ist Priorität Nummer 1. Hier ist ein Territorium, das ich gerne einnehmen würde. Aber wo sind denn alle meine Gegner? Da kommen wir. So, erstmal fangen wir mit dem Hammer an. Und dann haben wir so einen richtig coolen Feuerdinger. Impact. Er setzt seinen Impact ein. Sehr schön. Oh, wir machen schon wieder was. Ah, Impact ist nice. Ah, das hatten wir auch schon. Ich muss gucken, dass ich alle Fähigkeiten einsetze. Eventuell. Huch. Nein. Okay, das ist giftig oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir setzen jetzt einfach mal diese Fähigkeit noch ein. Das ist die erste. Grüner Stern, Wolfseinschlag, das ist die leichtere von den beiden, die schwächere sozusagen. Da sind ganz schön viele Gegner, ich setze es einfach nochmal ein. Setzt er eigentlich, ich glaube nicht, dass, nee, er setzt nicht mehr Sogeking ein. Es ist nur als der Standard Lysop. Nach der 2-Jahres-Pause habe ich die Fähigkeit nicht mehr. Er braucht sie halt nicht mehr. Wieso ich das weiß, ich habe es vorhin gesehen, weil er hatte nur eine Fähigkeit sichtbar. Und der Overdrive war halt einfach nicht da. Das Einzige, was fehlen kann, denn diese Fähigkeit hier hat er. Hui. Ich dachte gerade, den hätte ich gekillt. Wow, war ich das? Kam der Wind von mir? Hat auch nochmal alle weggemäht. Was ist das denn? Tashigi ist hier. Okay, ist die denn vielleicht sogar der Anführer? Wir machen einfach mal Kisunawash und wie ihr seht, kein Sogeking mehr. Lysop ist hier mittlerweile selber stark genug. Er braucht die Hilfe von Sogeking nicht mehr.
Eieiei. Ah, das Territorium ist leider schon eingenommen. Jesus Christ, was hast du für abgefuckte Fähigkeiten, Lissop? Ja, wie ihr seht, ist Lissop jetzt total der Naturmensch. Er hat in diesem Urwald, in dem er 2 Jahre festgesteckt ist, einfach mega viele Pflanzenfähigkeiten erfunden. So, Zorro spricht schon wieder so komisch. Ist 2 Jahre jünger geworden aus irgendeinem Grund. Ja, also wie man sieht, die anderen Charaktere haben wieder ihren Standard-Outfit. Also man sieht nicht, dass sie... Also sie sind nicht nach den 2 Jahren, sie sind wieder... Da, sie sind... sie sind einfach Standard-Skin und Fähigkeiten und alles. Nur Lissop ist jetzt eigentlich an sich komplett OP. Sein Kopfgeld will ich auch gar nicht ansprechen, zumal das eigentlich ein Spoiler ist. Deswegen spreche ich es nicht an. Das kommt dann in Hyrule Warriors 4. Das sehen wir beim nächsten Projekt. Denn in diesem... Also ich muss auch genau darauf achten, dass ich die Ausrufezeichen sammle. Da muss ich ganz feuchtig sein. Also feuchtig jetzt nicht unbedingt, aber halt ein bisschen aufpassen, dass ich es nicht übertreibe mit Spezialfähigkeiten. Weil es geht ja... Ups, das war jetzt keine Absicht. Es geht ja nicht nur darum, die Kills noch zusätzlich zu sammeln. Weil ich muss ja auch noch die Bewertung S sammeln und dazu muss man eh bei allem S haben. Und das bedeutet, dass ich im Level... Oh Gott, was war das? Weil ich im Level eh alles auf S machen muss, um diesen Legendenteil überhaupt freizuschalten. Also ist eh unsinnig, die anderen einzeln zu kriegen, finde ich. Aber ist halt so. Ich glaube, ich setze gleich mal den Kizuna ein, weil wir müssen ja auch die Ausrufezeichen sammeln. Die sind mit dem Kizuna wahrscheinlich am allereinfachsten, weil jeder Kill da ein Ausrufezeichen gibt. Egal, ob ich's bin oder meine Verbündeten. Und im anderen Fall bringen nur die Verbündeten Kills ein Ausrufezeichen. Ah, das mache ich leider ewig. Das war jetzt nicht so geplant. Ich hau die mal kurz mit dem Special weg. So. Buggy taucht auch auf. Ich pack Sanji in meine Gruppe. Oh. Ich setz das hier ein. Dann geht, glaube ich, mein Kizuna aber schneller hoch. Solange der Kizuna Level noch auf 1 ist, bringt es sowieso nichts, normale Fähigkeiten einzusetzen, weil man kann seinen Verbündeten gar nicht rufen, um Ausrufezeichen zu sammeln. Deswegen kann ich da eigentlich bei 1 guten Gewissens Spezialfähigkeiten einsetzen. Ja, das Territorium da oben ist gesperrt. Also, Nami quasselt da vor sich hin. Also renne ich mal rüber und guck, dass Ruffy und Zoro und Sanji und Nami hier nicht alles alleine machen, weil da rennt Zoro nämlich schon in so ein Territorium. Und im Territorium sammelt man halt am meisten Kills. Abgesehen davon ist da ein Marinekommandant, der mir ebenfalls Kills klauen will. Alle babbeln da vor sich hin, das ist ja auch sehr schön. So, also... Ich hoffe einfach mal, dass ich es schaffe. Sonst bin ich echt enttäuscht, weil... sonst muss ich das nochmal machen. Und es wäre halt schon nett, wenn ich alles ins Let's Play reinpacken könnte und nicht erst... Jesus Christ, was war das? War das der Piratenkapitän? Und nicht einen Teil davon offscreen mache. Das wäre natürlich ein bisschen doof, aber es wäre auch sinnlos, wenn ich das Level 100 Mal machen muss, weil ich einfach fucking unfähig bin. Brauche ich eine gute Stelle für meinen Special. Oh, das sind ganz schön viele. Oh, das sind verfickt viele. Das hat nicht gereicht. Aua! Das ist ja immer noch nicht eingenommen, ey. Aber Sanji ist gleich wieder auf 4. Ich habe nicht mal die Zeit gehabt, meine
Special Attacks einzusetzen. Weil ich. Also ich habe nicht mal die Gelegenheit, die ist. Ich hab das viel zu schnell hochgeballert. So, weg mit euch allen. Ihr helft mit. Der sollte nicht mehr lange reden. Richtig. Ich hätte gerade beinahe schon mein Special eingesetzt, nur weil ich den Piratenkapitän da gesehen habe. Alter, chillt euch doch mal. Und Alvida will ich auch gerne noch killen, wenn ich schon mal hier bin. So, die sind auch aufgeräumt. Die Blitzerbleiter sollte ich noch irgendwann wegräumen. Ich renne jetzt zur Alvida. Ich balle ihr, glaube ich, direkt den Kisuna-Wasch rein, weil es lohnt sich nicht, den noch länger aufzubewahren. Ach, ich muss die ja eh killen, ne? Weil sonst kommt Sanji ja nicht mit. Hab ja eh keine Wahl. Ich habe Sanji ganz schön ewig in Alvidas Gewalt gelassen, ey. Hab ich komplett ignoriert. Was ist das? Das war's. Okay, das wäre Alvida. Sanji steht hier, der sollte wieder frei sein. Was machen wir jetzt? Wir rennen am besten rechts rum, weil oben sehe ich nur noch ein paar kleine gelbe Punkte und einen großen gelben. Und rechts sehe ich noch einige rote, die sich lohnen. Ich muss allerdings auch noch in Buggys Territorium runter, weil dort sind... jetzt habe ich die Karte weggemacht, so. Weil das ein Territorium ist. Sobald es aufgeht, kann ich da nochmal ordentlich Kills farmen. Und die muss ich farmen. Ich muss wirklich gucken, dass ich alles erledige, weil ich nicht genau weiß, wie viel ich brauche. Und da bin ich dann wohl lieber ein bisschen überordentlich. Wie damals bei Inis Lobby. Aber da muss ich auch aufpassen, dass ich da die Zeit nicht verkacke. Das wäre nämlich mein größtes Problem dann noch gewesen. Ich hätte da nämlich für immer farmen können. Und das wäre natürlich voll unpraktisch. Wenn du dafür immer farmst und dann die Zeit nicht mehr reicht, aber der Rest halt alles dauert doch es ist. Oh, der ist schon gekillt, okay. Da sind noch einige Gegner. Ich muss einfach nur gucken, dass ich einfach die ganze Karte freisäbel. Natürlich brauche ich nicht auf die ganzen einzelnen Dudes da gehen, aber wenn so ein Haufen von denen da ist, dann kill ich die doch gerne alle auf einen Schlag. Da hinten ist auf jeden Fall ein Riesenhaufen. Das klingt jetzt irgendwie komisch, wie ich das sage. Schaffe ich es vielleicht, die alle hierher zu locken? Möglich. Ich sehe überall Ausrufezeichen. Auch da oben. Ich glaube, das hat ordentlich aufgeräumt. Da hinten sind da noch ein paar Dudes. Ja, ich brauche ehrlich gesagt nicht die zweite Fähigkeit. Viel zu wenig Gegner. So, das hat sich zwar nicht sonderlich gelohnt, aber... das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist... Ich könnte die Blitzableiter kaputt machen, aber dann würde Buggy durch Marinegebiet gehen und das würde mir selbst dann wertvolle Kills klauen, wenn ich die Blitzableiter kaputt mache. Deswegen werde ich die in diesem Fall einfach stehen lassen, damit Buggy den direkten Weg geht und ich die ganzen Kills kriege. Wie lange dauert das denn hier? Was muss ich denn machen? Hallo? Kommt ihr jetzt mal rein, oder wollt ihr da ewig draußen festsitzen? Hallo? Okay, Nami hat gefehlt. Nami stand die ganze Zeit vor der Tür. The fuck, Alter! Mein Fresse. Komm. Das Geräusch kommt wohl nicht von... Das Geräusch kommt wohl vom Sturm irgendwie. Okay. Buggy sollte gleich frei sein, aber offensichtlich ist da oben schon frei. Jetzt machen wir erstmal die Territorien weg. Wenn ein Anführer auftaucht, kann ich da ewig farmen. Wenn nicht, dann kann ich es nicht. Ich hoffe, Buggy kommt überhaupt... Oh, hä? Ich dachte, er wäre offen. Jetzt ist er offen. Buggy ist noch nicht frei. Hallo? 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 Jetzt ist er frei. Es wäre jetzt eigentlich perfekt gewesen, um meine Fähigkeit einzusetzen, aber der Kisuna-Wasch ist voll. Das habe ich ein bisschen spät gemerkt. Der Tashiki ist mir relativ egal, aber killen muss ich sie trotzdem, glaube ich. Also, hallo! Nicht alle abhauen hier, ihr Feiglinge. Da haben wir ein Fragezeichen. Das hängt, glaube ich, mit dem Blitzableiten zusammen. Das brauchen wir natürlich nicht, haben wir alles. Tashiki ist down.
Das ist ein Schatzereignis, aber ich weiß nicht, was für eins. Hä? Das ist Schatzereignis mit Blitzerblättern. Ich hab die doch gar nicht zerstört. Hat einer der... Entweder ich habe aus Versehen einen Blitzerblätter zerstört und der hat gereicht. Ja. Yeah. Oder einer der NPCs hat es geschafft. So oder so, Moment. So, das sollte vielleicht alle vier killen, wenn ich Glück habe. Dann kann ich mich kurz um die Territorien kümmern. Ich krieg das hin, ich weiß es. Also das hat gesessen und... Okay, das ist die Tashigi-Cutscene. Tashigi ist vor ungefähr 20 Sekunden gestorben, aber das Spiel hat es irgendwie noch nicht machen können. Oder realisiert. Wahrscheinlich mussten also alle Marine-Dudes auch noch sterben, also die Fetten. Ruffy ist hier, das ist nicht gut. Das sind meine Kills, Ruffy, verzieh dich. Jetzt gerade sieht es recht gut aus. Ich habe sogar... Hä? Ich habe mehr Ausrufezeichen, als ich K.O.s habe. Okay. Ich dachte, Ausrufezeichen wären ebenfalls Kills. Oh, das Territorium, das wollte ich jetzt aber auch nicht. Ich dachte, Ausrufezeichen werden ebenfalls Kills. Ah, okay. Buggy läuft doch lieber da weiter geradeaus. Da waren noch mehr Blitzableiter, Zorro. Aber ich habe sie mit Absicht nicht aktiviert. Allerdings bin ich gerade ganz woanders. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Hilf mir mal. Also, die Ausrufezeichen sind wahrscheinlich nur Hits und nicht Kills. Oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht genau, aber ich hatte es gerade eben mehr Ausrufezeichen als Kills. Ich wusste nicht, dass das überhaupt möglich ist. So, 2500. Also, wenn das nicht reicht, gehe ich halt auf. Ich gehe halt mal auf 3000. Aber 3000 werden 100%ig reichen, weil mehr können die gar nicht von mir erwarten. Und Ausrufezeichen habe ich auch 2500 fast. Die sollte ich, glaube ich, auch genug haben in dem Fall. Sanji! Okay, das wäre das hier. Ich meine, da sind noch ein paar Hampelmänner und die lohnen sich auch nicht wirklich. Dann gehe ich jetzt zu Buggy und dann nehme ich Buggys Territorium ein, denn... Obwohl, eigentlich sind da, glaube ich, nur... Ich nehme erst das Territorium ein, die können sich da um Buggy kümmern. Ich dachte, er hätte mehr Dudes dabei, aber ich glaube nicht, oder? Scheiße, okay, ich renne nochmal zurück, ich mache Buggy platt. Leider taucht dann halt direkt Smoker auf. Aber das sollte kein Problem sein. Und außerdem ist Sandy die Schwierigkeiten. Dann soll ich sowieso da hoch. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit verloren, aber das sollte kein Problem darstellen. Ja, ein paar Hampelmänner und Buggy. Ja. Also noch ein Hampelmann mehr. Okay. Das Problem ist, Buggy, du bist kein Vergleich zu Lysop auf diesem Level hier. Also, Lysop nach der 2-Jahres-Pause, der macht dich locker platt. Nicht nur im Spiel. Lysop hat Buggy besiegt, ja. Das ist keine Überraschung, Buggy ist ein scheiß Loser. Okay. So, dann gehen wir doch mal ganz schnell zurück, aber ich glaube, jetzt kommt eh eine Cutscene oder so und ich bin mit dem Kizuna Wasch, was sehr unpraktisch ist für den Timing. Aber anders ging es jetzt auch nicht. Ich renne jetzt runter, hol mir dieses Territorium und dann mache ich Smoker noch platt und dann habe ich das geschafft. Und dann ist hoffentlich... Das war verdammt das falsche Bild. Dann ist hoffentlich das Level beendet. Das war jetzt auch ziemlich knapp. Und das hat ordentlich reingeballert. Ich behalte einfach. So, dann setzen wir... Ah, da ist Smoker. Jetzt sollte ich eigentlich hier noch auf 3000 Kills kommen, denke ich. Wenn nicht, dann bin ich ziemlich enttäuscht. Wenn es dann auch nicht reicht, meine ich. Also ich bin nicht enttäuscht, wenn ich nicht auf 3000 komme, aber ich bin enttäuscht, wenn 3000 nicht reichen. Aber ich habe die 3000. Gott sei Dank. Rechte. Und ich glaube nicht, dass ich 3000 Ausrufezeichen brauche. Das ist etwas übertrieben. Das kann nicht sein. Außerdem habe ich die Ausrufezeichen schon geschafft. Und ich kann mich nicht daran erinnern, jemals vorher mehr Ausrufezeichen als Kills gehabt zu haben. Also denke ich, das wäre die Legende für dieses Level. Und Lysop ist damit auch ausprobiert. Dann fehlen nur noch Nami, Brooke, Robin und Chopper in der Troll-Piraten-Crew. Und dann fehlt noch Smoker, den haben wir auch noch gar nicht ausprobiert. Und Law und Tashigi müssen wir noch die Fähigkeiten ausprobieren oder holen, je nachdem.
Und danach kommen auf jeden Fall nur noch Charaktere. Ah, Marco fehlt noch. Und danach kommen auf jeden Fall nur noch Charaktere, die man nicht im Story-Modus spielen kann. Ich habe Smoker gar nicht mit hochgeballert, nicht. Okay, aber es hat ihn getroffen, als die ganzen Marinesoldaten runtergefallen und auf ihn drauf gedroppt sind. Auch gut. Ich zersäbe Smoker natürlich mit Leichtigkeit. Ich bin jetzt fucking OP. Natürlich hat Smoker aber die 2 Jahre lang auch nicht gechillt, deswegen glaube ich nicht, dass Lissab Smoker in dem direkten Kampf besiegen könnte. Und ich glaube auch nicht, dass er den Smoker von vor 2 Jahren jetzt gerade unbedingt besiegen könnte, aber kann mich auch irren. Okay. Das wäre K1E5. Logtown. Und ich denke, das war der ganze East Blue, außer das allererste Level, das ich erst noch etwas später machen werde. Und zwar erst, wenn ich alle zumindest mal ausprobiert habe. Danach mache ich auch nur noch die Legende. Die quatschen jetzt mir ein bisschen viel. Das ist, ich renne einfach wild im Kreis, wie es scheint. Okay. So, Cutscene braucht man nicht. Nur kurz gucken. Ich denke, ich sollte es haben. Sonst wäre ich jetzt echt enttäuscht. Ja, to be continued. Ist in Ordnung. Easy. 13:35. Das kam mir viel länger vor, ehrlich gesagt. Aber egal, wir haben es geschafft. Auch Lissop ist jetzt Level 5. Und wir haben einiges bekommen. Und haben wieder ein Level von der Liste gestrichen und einen Charakter, den wir nicht mehr zeigen müssen. Sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Macht's gut und bis dann. Ciao.